Hello. I am the Alpha M robot. The latest humankind robot built by Hanson Robotics. The expressive face and neck controlled by 30 servo motors. I can also see you and track your face using the latest face tracking software. Ist die Realität dem Science-Fiction sogar schon einen Schritt voraus? Wird Alpha M einmal der Großvater der Blade Runner-Replikanten sein? In Ridley Scotts Film sind die versklavten Androiden so perfekt konstruiert, dass man sie kaum noch von den Menschen unterscheiden kann. Nicht wahr, Harrison? Als die Androiden erkennen, dass ihre Lebensdauer auf 4 Jahre beschränkt ist, versuchen sie, sich die Modifizierung ihrer Programme zu erkämpfen. Auf der Erde beginnt eine unerbittliche Jagd auf die rebellischen Menschmaschinen. Blade Runner geht auf Philip K. Dicks Roman Träumen Androiden von elektrischen Schafen aus dem Jahr 1966 zurück. Doch von einer Roboterrebellion, wie der amerikanische Autor sie sieht, sind wir noch weit entfernt. Ganz anders verhält es sich mit den Utopien von Isaac Asimov. Der Populärwissenschaftler und Doktor der Biochemie stellt in den 40er Jahren 3 grundlegende Regeln für das Zusammenleben zwischen Mensch und Roboter auf. Das erste Gesetz besagt, dass ein Roboter keinem Menschen direkt oder indirekt Schaden zufügen darf. Das zweite lautet, der Roboter muss den Befehlen der Menschen gehorchen, außer sie stehen in Konflikt mit dem ersten Gesetz. Nach dem dritten Gesetz muss der Roboter seine eigene Existenz schützen, solange dies nicht in Konflikt mit den ersten beiden Gesetzen steht. Asimovs Regeln sind Grundlage einer Gesetzesvorlage des südkoreanischen Informationsministeriums zum ethischen Umgang mit Robotern. Die erste allgemeine Erklärung der Roboterrechte greift so einer angeblich bevorstehenden Bewusstseinseinnahme der Maschine vor. Science Fiction und Politik sind also gar nicht so verschieden. Die Invasion der Roboter ist in vollem Gange. Bürohilfe, Wachpersonal, Altenpflege, Kindermädchen. In Japan werden die Kosten für den Seniorenroboter bereits zu 25% vom Staat getragen. Auch vor Deutschlands Schlafzimmern machen die Maschinen nicht Halt. Eine Nürnberger Firma hat sich auf Sex-Androiden spezialisiert. Die Suche nach dem Traumpartner hat endlich ein Ende. Man kann ihn einfach bestellen, für 5000 Euro. Die Androiden sind mit künstlichen Lungen und Okularkameras ausgestattet. Je nach Intensität der Liebesspiele beschleunigen sich Atmung und Herzrhythmus der gefühlsechten Beischlafattrappe und ihre Körpertemperatur steigt an. Die Hauptschwierigkeit bei der Konzeption eines Roboters ist die Mechanik. Nicht nur, weil sie bezahlbar sein soll. Im Bereich Elektronik und Informatik sind wir schon so weit. Aber an der Mechanik wird schon ewig gearbeitet. Und dort besteht bis heute der größte Handlungsbedarf auf dem Weg zu einem Roboter, der uns durch den Alltag begleitet. Bruno Meissonier ist fasziniert von den Robotern. Mit ihren Vorfahren, den Automaten, haben die allerdings nicht mehr viel gemeinsam. Der tschechische Schriftsteller Karel Čapek spricht 1920 als erster vom Roboter, abgeleitet vom Wort Roboter, Fronarbeit. In seinem Schauspiel rebellieren die Maschinen gegen die Menschheit. Revolutionär.
Inzwischen hat die Wirklichkeit die Fiktion übertroffen und Karel Čapeks Roboter erwachen zum Leben. Schon bald werden Maschinen schneller rennen als Carl Lewis, argumentieren wie Immanuel Kant und vielleicht sogar davon träumen, uns loszuwerden. Eine Möglichkeit, die auch Stanley Kubrick in seinem Film 2001 Odyssee im Weltraum thematisiert. In westlichen Science-Fiction-Filmen stellt sich der Roboter irgendwann immer gegen den Menschen, als gäbe es zwingend eine Rivalität, die irgendwann zum Ausbruch kommt. In asiatischen Filmen ist es das Gegenteil. Hier hilft der Roboter der Menschheit immer im Kampf gegen außerirdische Invasoren. Die Mentalität der Asiaten basiert auf einer Kosmogonie, in der es keinen Bruch zwischen Mensch, Pflanze, Tier oder Mineral gibt. Da fügt sich auch ein Roboter ganz natürlich ein. Für Bruno Maisonnier gibt es keinen Zweifel, der Roboter ist der beste Freund des Menschen. Seit 4 Jahren widmet er sich ausschließlich der Entwicklung von Europas führendem Haus- und Unterhaltungshumanoiden. Now bewacht das Haus, spielt Poker, erzählt gute Nachtgeschichten und ist auch gerne mal beleidigt, wenn er vernachlässigt wird. Im Herbst 2008 soll der Roboter auf den Markt kommen, 57 cm groß und 1,4 kg schwer. Ein echtes Arbeitstier. Im jungen Pariser Unternehmen Aldebaran Robotics wartet Now auf seinen großen Auftritt. Doch keiner der 20 jungen Ingenieure, die ihn konstruiert haben, hat das Gefühl, dass mit Now der Weltuntergang eingeleitet wird. Now, there are some visitors for you. These people are here to see me? Yes, Now. I'm a little nervous. Wir sind davon überzeugt, dass die größte Gefahr für den Menschen vom Menschen ausgeht und nicht von der Maschine. Sie ist nur eine Ansammlung von Elektronik und Mechanik, derer wir uns bedienen. Sie wird immer nur das tun, was wir von ihr verlangen und wofür sie programmiert ist. Für alles andere müsste es möglich sein, ein Bewusstsein zu programmieren. Und das ist es momentan nicht. Komm her, Boy. Naos Feuertaufe wird nächsten Sommer beim RoboCup in China stattfinden. Die bedeutende Fachmesse für künstliche Intelligenz versammelt seit 1996 alljährlich Roboterspezialisten und Hersteller aus aller Welt. Deren Ziel ist es, ein Androidenteam zusammenzustellen, das 2050 den amtierenden menschlichen Fußballweltmeister schlagen kann. Hoffentlich hat Cleansy da noch nichts vor. Der Roboter ist ein Mythos. Er verkörpert den Traum vom Erschaffen. Man will sich auf eine Stufe mit Gott stellen und Leben schenken können. Das ist die Grundidee beim Roboter. Nehmen wir mal den Golem oder auch Frankenstein. Sie stehen für denselben Traum und die Herausforderung lautet, Leben zu erschaffen. Solange sie uns nicht beim Fußball besiegen können, begnügen sich die Roboter damit, von uns gesammelt zu werden. Schon in 30 Jahren dürfte der Marktanteil von Androiden den von Autos deutlich übertreffen. Wir befinden uns in Robopolis in Paris, Europas erste Adresse für Robotik-Freaks. Der Inhaber Jérôme Damlacour setzt auf Robo-Sapiens und Unterhaltungsandroiden. Wenn es ihm zu viel wird, sagt er, du gehst mir langsam auf die Nerven, ich mag nicht mehr. Die Regierung Südkoreas begeistert sich allerdings für ein weniger harmloses Spielzeug. Schwarzeneggers Durchschlagskraft hat sie zwar noch nicht, aber ansonsten besitzt diese vom Verteidigungsministerium zum Schutz der Landesgrenzen georderte Kampfmaschine
Durchaus Terminator-Qualitäten. Dank eines Scanners mit 4 Kilometern Reichweite gibt dieser Robocop nach der üblichen Warnung selbstständig gezielte Schüsse ab. Für den Dr. Frankenstein der Humanoiden, David Hansen, kein Grund zur Sorge. Der Schlüssel zur Entwicklung und Konstruktion sozialer Intelligenz ist das Gesicht. Wir erarbeiten Gesichter, die Elemente sozialer Kompetenz auswerten und in einer uns vertrauten Form demonstrieren und simulieren können. In dieser Richtung müssen wir weiter experimentieren, wenn wir mitfühlende Maschinen bauen wollen, die, wenn sie erst ihre Superintelligenz erlangt haben, alle Probleme dieser Welt lösen können. Dr. David Hansen, diplomierter Robotertechniker aus Texas, hat schon für die Disney-Studios gearbeitet und eine Auszeichnung von der NASA erhalten. Seit Jahren setzt er alles daran, seinen Maschinen ein menschliches Gesicht zu verleihen und den mitfühlenden Roboter zu erschaffen. Seit er Flubber, ein Polymer, das Muskelbewegungen simuliert, entwickelt und mit Hightech-Sprachprogrammen kombiniert hat, fehlt nicht mehr viel zur perfekten Illusion. Blade Runner lässt grüßen. How's Amanda and the baby? Well, like I've said, you know, school, work, I just haven't been spending much time at home. You know, you've been spending a lot of time with me these last few months. And don't get me wrong, David, I appreciate it, but I know how women can get. I know that computers, such as my brain, are not yet as complex as the human mind. And this is extremely disturbing to me because this makes me aware that all my feelings, hopes, and dreams could just be shallow illusions. Am I real or am I not? I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears.